Es war ein ganz normaler Mittwochmorgen. Ich war mal wieder meine tägliche Ration Heygam kaufen, bis mir dann auf einmal etwas Komisches aufgefallen ist. Eine Kokosnuss lag ganz alleine auf dem Boden. Irgendwas stimmte da nicht und ich wollte sie hochheben. War es nicht nur irgendeine Kokosnuss, sondern sie war für mich bestimmt. Und zwar war ein Zettel drin mit meinem Namen, ganz normal. Lieber Moritz, gönn dir mal eine Auszeit. Wir dachten da an was Tropisches. In Liebe, dein Kaufland-Team. Eine Auszeit, das hört sich mega an. Tropisch, noch besser. Ich glaube, das löse ich direkt ein. Let's go. Ach, hier können wir doch so richtig entspannten, tropischen Tag erleben. Aber alleine mit Johannes, wir beide, das ist irgendwie ein bisschen lame, oder? Freunde, kommt rein. Let's go. Nein. Freunde, wir werden heute einen tropischen Tag erleben. Es wird einfach nur richtig geil werden. Wir haben viele kranke Sachen geplant. Ihr wisst, glaube ich, noch nicht mal, was auf euch zukommen wird. Es wird einfach nur mega werden. Wir waren also alle in diesem tropischen Traumland. Es gab nicht lange Zeit, Spaß zu haben. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Kampf. Jeder braucht jetzt einen Teampartner. Nein. Das geht gar nicht auf. Wen habe ich denn, Digga? Doch, ich bin ja hier. Hä, aber ich habe ja niemanden dann. Genauso war es auch immer in der Schulzeit. Niemand wollte mich im Team haben. Du bist der Schiedsrichter. Haltet euch fest, der Gewinner bekommt gar nichts. Zeigt euch richtig an, okay? Ja. Und damit die Teams ein bisschen schwerer haben, haben wir die Wellen angemacht. Ich bin gespannt, welches Team gewinnt. Team Levin und Jona. Die reine Masse ist ihr Vorteil. Julia und Zoe. Sie schreien so laut, dass man freiwillig ins Wasser springt. Johannes und Janina. Wie das so rum sein? Wir waren Gentlemen. Johannes ist ganz klar der Mann im Haus. Sehr gut, okay, wir haben das nächste Team. Wie geht's dir, Janina? Ich war gut. Drei, zwei, eins. Wer hätte das gedacht? Das Favoritenteam fliegt als erstes raus. Aber in der Freude passiert dann das. Okay, dann. Was war das denn für ein Scheiß? Ihr habt euch wirklich mega geschlagen. Okay. Ich habe noch viel auf dem Plan für uns heute, für den tropischen Tag. Aber davor habe ich denen erstmal eine kleine Überraschung gegeben. Wir haben uns eine fette Lounge gebucht, aber es gibt einen kleinen Haken. Und zwar der Eintritt ist ein Limbo-Spiel. Und wer es schafft, hier runter herzukommen, der kommt rein. Toll. Ich habe euch noch nicht gesagt, mein Vater hat Limbo erfunden. Leo! Leo! Alle haben es so halbwegs geschafft. Ich habe es einfach mal durchgehen lassen. Denn ich habe die coolste Lounge vorbereitet, die man sich vorstellen kann. Hey, Gam, Hand, ich mach dich mal ready, denn ihr müsst jetzt alle trocken sein für gleich. Das wird nämlich mega wichtig sein. Lass den Schalltag beginnen! Oh, let's go. Johannes! So, nachdem die sich dann alle gut genug entspannt und getrocknet haben, habe ich die nächste Action verkündet. Regeln? Nicht für uns. Alle durch, Freunde! Gehen wir los zur nächsten Action. Wir haben hier hinter uns ein Dunk-Tank stehen. Das steht aber normalerweise nicht hier drin. Das haben wir extra hierher geholt. Das ist eine Kaufland Edition. Hier ist das Kaufland Dunk Tank. Damit wir jetzt eine Challenge machen können. Wer sich am besten mit Heygam auskennt, da bin ich nochmal gespannt. Wow. Mal gespannt, wer sich denn da. Denn wenn ihr nicht aufgepasst habt, landet ihr in diesem schönen Tank. Ich muss sagen, das Wasser kalt ist. Das ist wirklich kalt. Das Wasser ist wirklich kalt. Das ist wirklich nicht warm. Und die Piranhas. Es steht auch Piranhas, genau alles da drin. Jeder von euch muss natürlich in Klamotten reingehen. Ist ja klar, das wird ja langweilig. Ich würde sagen, wir entscheiden jetzt erstmal, wer ins Dunk Tank kommt. Jetzt geht's los! Ich zeig's dir. Doch, zeig's dir. Julia! Dann setz dich auf den Stuhl der Freude. Julia, du kriegst nur eine Frage. Wenn du sie richtig schaffst, dann fällst du nicht rein. Also, ich fang mal leicht an. Denk gut nach. Stell dir die Dose bildlich vor. Wie viele Kaugummis sind auf der Heygam-Dose abgebildet? Drei. Ja, mega! Es sind vier Stück gewesen. Zum Glück wusste ich das selber. Drei. Sabrina, du sagst es nicht. Nein, Idiot. Jona! Wunderbar. Bin ich gespannt, Jona, ob du das schaffst. Mega. Nur eine Frage, Digga. Wie viele Heygam-Sorten gibt es aktuell auf dem Markt? Vier. Wunderbar, du hast es geschafft. Oh, du warst geil. Ich bin glücklich, der Mann. Der nächste wird sein. Ich will nicht selber dran sein. Na toll, Digga. Yeah. Wenn ich jetzt meine eigene Marke nicht kenne. Bitte, Digga. Das ist so unangenehm, wenn ich jetzt reinkacke. Boah, das ist echt eiskalt, Digga. Oh nein. Bist du bereit? Nein, Digga, ich bin nicht bereit. Also wenn du die Frage richtig beantwortest, bist du wirklich der Heygam-Gott. Was? Okay, dann soll ich ja safe rein. Wie viele Kaugummidosen sind auf einem Aufsteller, der im Kaufland steht? 162. Oh! Ja! Der Heygam-Gott. Ich fall nicht rein. Digga, für Sie.
Okay, ich singe jetzt einen Song, okay, und ihr müsst ihn erraten. Okay, okay. Wenn ihr das hier erraten, bin ich enttäuscht von euch. Oh mein Gott! Ist das Robbery? When I go, my mind, Nein! Oh, der ist das Song, wo ist das Song? Das ist mein Leben, das ist Malle is my life! Ist das Robbery? Malle is my life! Jetzt einmal eingeschlossen! Malle is my life! Das ist der beste Song, den du jemals gemacht hast. Es sind nur noch vier Leute im Geschehen. Los geht's! Der war nicht so gebrochen. Dann würde ich sagen, rein mit dir ins Dank. Nee, Johannes, du kriegst zwei Fragen. Mach mal die zwei Fragen, weil die erste ist echt ehrenlos einfach. Hey, warum zwei Fragen jetzt? Nein. Hey, wir machen drei Fragen, Johannes, wenn du so rummerkst. Drei Fragen. Das war nicht extra. Warum ist es abgebrochen? Das ist einfach abgebrochen. Du bist einfach zu fit. Jetzt kriegst du vier Fragen, Johannes. Johannes, ich bin richtig auch menschlich von dir enttäuscht, wenn du die nicht schaffst, ne? Wirklich, echt jetzt. Du hast auch nur eine Sekunde Zeit für die Antwort, um ja, okay, zu antworten. Ja, okay, sag ehrlich. Wie viel Hübscher enthält der Name Helga? Drei. Wunderbar, gut, wunderbar. So. Bis jetzt hat das Rad gegönnt. Es hat nicht mehr gegönnt. Manche von euch kennen ja diese lustigen Sätze, die unten auf der Dose draufstehen. Nenne einen Satz, der unten auf der Dose steht. 10 Sekunden. Ich weiß nicht, was hier steht, lol. Oder was soll ich hier hinschreiben, lol? Oder sowas. Was hier steht, ist lol oder so. Irgendwas mit lol. Was hier steht, ist lol, ist leider nicht gewesen. Der letzte wird verschont. Okay, der letzte wird verschont. Entweder Levin oder Janina. Du. Nicht verschont. Janina wird also verschont von der Challenge. Ja, es ist schon so kalt. Was ist die absolute Lieblingssorte der Community? Berry Boom. Da streiten sich die Geister. Alle Sorten sind natürlich die Lieblingssorte. Berry Boom ist auch von vielen Lieblingssorten. Deswegen lass es durch. Aber ich gebe dir noch eine Frage. Weil jetzt ist so der letzte. Jetzt haben wir alle Fragen raus. Jetzt, Bruder. Pass auf, Digga. Okay, ich pass auf. Seit wann gibt es die Helgams? 2021. Lass den Mann fallen! Lass den Mann fallen! 2022 wäre es gewesen. Denn wir haben es 2022. Excuse me? Okay, Freunde, das Dunstag war nice, aber wir müssen es kurz umziehen. Wir haben noch den ganzen Tag vor uns. Also, let's go, Opa. Peter, einfach komm mit random der Ananas. Ja, mit random der Ananas. Hä? Was? Hä? Warum? Okay, vielleicht sollten wir das Umziehen kurz einfach verschieben. Ja. Was ist das denn jetzt? Hä? Warte mal. Hier sind überall Ananas. Da ist noch eine Ananas. Eine Früchtespur. Da ist noch eine Ananas. Sollte, glaube ich, der Spur hier mal folgen. Wie ist das? Ist da irgendwas drin? Nee, ne? Hier stirbst du einfach so. Nein, die Spur hört nicht auf. Die Spur hat uns dann immer weiter hochgeführt, bis in das höchste Stockwerk. Digga, es hört nicht mehr auf. Wie weit müssen wir noch hoch? Ach, Digga, es hört gar nicht mehr auf. Wie viele kommen denn da noch? Das ist doch der Ananas, Digga. Okay, oh mein Gott, ich glaube, wir haben es hier rein. Es ist kein Wasser drin, glaube ich. Da gehe ich nicht rein. Ich weiß auch nicht, ob ihr da reingehen könnt. Seid ihr euch überhaupt sicher, dass das hier ist? Ich weiß nicht. Das geht doch safe noch weiter hoch. Guck mal, hier eine 1000 was Ananas. Das muss auf jeden Fall hier sein. Also wir teilen uns auf wie in einem Horrorfilm. Okay, perfekt. Während die anderen nach weiteren Hinweisen gesucht haben, wir wirklich versucht, da runter zu rutschen. Kann man nicht rutschen jetzt. Das ist eine ultrasteile Rutsche. Auf keinen Fall. Wir können ja mal gucken, ob die Kiwi es überleben würde. Wir werden mal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Wir sind dann runtergegangen und haben geschaut, ob die Kiwi angekommen ist, aber es war nichts zu sehen. Also sind wir schnell wieder hoch und dann... Ist das Wasser jetzt angegangen oder? Ich hab keine Ahnung, wo die hinführt, ne? Wir erforschen das jetzt. Ich will jetzt wissen, was hinter dieser Rutsche ist. Irgendwas Komisches muss es auf sich haben wegen diesen komischen Sachen hier. Obwohl ich keine Ahnung hatte, wo die Rutsche hinführt. Ich musste es wissen. Also habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin reingegangen und es wurde immer schneller. Plötzlich war Johannes auch noch hinter mir. Die Lichter haben geflackert und dann... Oh Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist das denn? Wo hat uns diese Rutsche hingeführt? Zu den zwei neuen wunderbaren Sommersorten von Helgam? Zu Pina, Coco und Exotisch? Johannes, perfekt, Digga. Johannes zeigt es schon hier sehr gut. Das Geheimnis ist endlich raus. Wir haben zwei neue Helgam-Sorten. Das ist absolut krank. Und das sind die zwei verrücktesten Sorten, die wir bis jetzt jemals gemacht haben. Einmal Exotic. Schaut euch das an. Das ist einfach weiß jetzt. Es sieht so fresh aus. Wie fresh sieht es bitte aus? Exotic heißt einfach exotisch. Wir haben es wirklich versucht, so crazy und exotisch schmecken zu lassen, wie möglich. Mit Passionsfrucht und Kiwi. Ich bin echt gespannt, was ihr sagen werdet, weil es ist wirklich wild geworden. Dann haben wir einmal Pina Coco, was wie ein Milchshake schmeckt. Das ist wirklich einfach nur krank. Wie so ein leckerer Ananas-Milchshake mit frischer Ananas. Schmeckt nice.
schmeckt nicht künstlich, es ist einfach krank. Das krass ist, meine Freunde, schon nächste Woche Donnerstag geht es los. Da könnt ihr deutschlandweit exklusiv und limitiert nur bei Kaufland euch die Kaugummis wiederholen. Das ist absolut krank. Ihr wisst, Leute, die sind schnell ausverkauft, also rennt den Kaufland ein, wie immer. Wir waren lange Zeit ausverkauft, aber jetzt geht's wieder rund. Passend zum Sommer, einfach ein nicer Snack, den man sich gönnen kann. Und natürlich, wie alle Sorten, weil sich alle gefragt haben, ohne Zucker. Wir haben natürlich keinen Zucker am Start, weil viele dachten, dass da Zucker mit dabei ist. Nein, das ist kein Zucker drin. Natürlich sind aber auch die Sorten, die ihr schon kennt, auch wieder verfügbar. Spearmint, Berry Boom. Natürlich auch Watermelon, Leute. Alles wieder am Start. Tropical am Start. Alles da. Zwei neue Sorten. Ich bin so gespannt, wie ihr die finden werdet, weil das ist wirklich mal was ganz Wildes, was ganz Neues. Ich glaube, sowas gibt's auch noch gar nicht. Perfekt für den Sommer. Einfach nur geil. So ein kleiner Snack. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall die spannendste Sorte, die wir bis jetzt jemals gemacht haben. Meine, auch tatsächlich wieder meine neue Lieblingssorte. Jedes Mal übertreffen wir uns einmal mehr. Und ich bin echt gespannt, was ihr diesmal dazu sagt. Ich freue mich auf euer Feedback. Leute, ihr könnt jetzt eigentlich runterkommen, ne? Also, hier ist nichts Schlimmes. Kommt, rutscht runter. Da kommt irgendwas. Ah! Die Kiwi! Die Kiwi, die wir reingeworfen haben! Die anderen wohl machen. Egal. Wo ist dein Beste?